Wir sind hier heute in der Praxis von Dr. Med Heinz Lüscher und wir reden über das doch schwierige Thema Demenz. Das betrifft doch einige Leute. Beginnen wir mit der einfachen Frage: Was ist eine Demenz? Das ist nicht eine einfache Frage. Nein, ich glaube, Demenz ist ein Zerfall eines Menschen. Man erinnert sich an einfache Dinge nicht mehr, die man erlebt hat. Es ist bis hin zu völliger Entmenschlichung. Man ist nur noch ein Wesen ohne Gehirn und weiß von nichts mehr. Das ist das Spätstadium. Man ist völlig pflegebedürftig. Also eine Krankheit, die einfach alle Menschen fürchten, aber die nicht zwingend sein muss, weil man sehr vieles dazu tun kann, um nicht dement zu werden. Das heißt, also die Demenz, das ist eine Vergesslichkeit. Also man beginnt, Sachen zu vergessen. Das ist die erste Phase und dann geht es bis hin zum Tod. Richtig, drei Stufen der Demenz. Stufe 1 ist Vergesslichkeit, Wortfindungsstörungen. Da merken die Leute, etwas stimmt nicht mehr ganz mit mir. Dann in der Stufe 2 geht es schon weiter. Also die Vergesslichkeit ist groß, bis hin, dass man seinen eigenen Namen nicht mehr weiß. Es ist eine Rastlosigkeit dabei, eine Orientierungslosigkeit, dass man zum Beispiel den Heimweg nicht mehr findet. Und dann Stufe 3, das ist die totale Pflegebedürftigkeit, oder? Mit Inkontinenz, mit völligem apathisch sein. Die Leute sitzen nur noch da und reagieren kaum. Also wirklich sehr, sehr schwer. Das kennt man aus den Altersheimen, oder? Diese Bilder von Menschen, die kaum noch da sind. Das ist die dritte Stufe. Okay. Vielleicht noch einen Schritt zurück. Wie viele Menschen sind statistisch betroffen von Demenz oder potenziell zukünftiger Demenz? Ja, eben leider sehr viele und die Zahl ist zunehmend. Ich kann nur die Zahlen aus der Schweiz nennen. Also wir sind etwa 140.000 Demenzkranke, werden betreut in Pflegeeinrichtungen. Das ist schon sehr viel. Und das ist natürlich der kleinere Teil. Also wir gehen davon aus, dass es mehr sind, 300.000 oder noch mehr im ganzen Land. Und man kann davon ausgehen, dass wenn man ins Senioren-Pensionsalter kommt, dass da schon etwa bei 10% eine leichte beginnende Demenz da ist. Und so ab 85-Jährig sicher 30% der gesamten Bevölkerung. In den USA noch höher, nahe bei 50. Was für Demenzarten gibt es? Also es gibt die sogenannte primäre Demenz, dann die sekundäre Demenz. Kannst du da was zu den Unterscheidungen sagen von diesen Demenzarten? Ja, also das sind akademische Unterschiede. Wenn ein Mensch dement ist, spielt es eigentlich keine Rolle, was genau die Ursache war. Also heute gehen wir davon aus, dass etwa 80% sind Alzheimer-Erkrankungen. Das ist eine degenerative Erkrankung des Gehirns. Die Ursachen sind natürlich verschieden. Eben, das kann eine langjährige Depression, eine Schilddrüsenstörung, das sind dann eben die sekundären, aber am Endeffekt spielt es keine Rolle. Oder? Das Hirn stirbt ab, weil die Energie in den Zellen fehlt. Das ist bei allen Formen so, unabhängig, was die eigentliche Primärursache war. Und die andere, also 20% Alzheimer und etwa 80% Alzheimer und 20% sind vaskulär, also das sind Arterienverkalkungen in den Gehirngefäßen. Aber das Endresultat ist das Gleiche. Diese Zellen haben zu wenig Energie und zu wenig Sauerstoff und sterben dann auch ab. Dann macht man das auch nicht. Das ist nicht wichtig, dass man das zu Beginn gleich mal untersucht, woher die Demenz kommt. Das kann man, klar. Du kannst mit MRI vom Gehirn und Gefäßuntersuchungen kann man das herausfinden. Aber es hat keine Konsequenz für die Behandlung. Okay. Ja, dann gehen wir doch mal in die Demenz rein. Wie entsteht die Demenz? Du hast schon gesagt, also Nervenende, das kann vaskulär sein, Alzheimer. Es hat mit Sauerstoffversorgung der Zellen zu tun, aber wie entsteht die Demenz? Also letztlich hängt es mit dem Stoffwechsel zusammen in den Zellen. Die Zelle braucht Energie. Eine Hirnzelle braucht viel mehr Energie als zum Beispiel eine Haut- oder Bindegewebszelle. Die Energie entsteht in den Mitochondrien. Eine Hirnzelle hat etwa 10.000 Mitochondrien. Das sind winzige kleine Bestandteile, wo
die Energie hergestellt wird. Und diese Mitochondrien gehen zurück, also die Anzahl im Laufe des Lebens. Und je tiefer die Mitochondrienzahl ist, umso weniger hat die Gehirnzelle Energie. Und irgendwann ist die Energie so tief, dass diese Zelle stirbt. Jetzt stell dir vor, es sterben 100 Millionen dieser Hirnzellen. Und das passiert. Und je mehr absterben, umso fortgeschrittener ist die Demenz. Und wenn jetzt über nochmals den medizinischen, die Unterscheidung, die sekundäre Demenz, wenn da zum Beispiel eine Schilddrüsenerkrankung jetzt das Thema ist, wie ist dann hier der Entstehungsweg? Ja, letztlich gleich. Da, dort wissen wir dann, dass die Schilddrüse in der Unterfunktion den Stoffwechsel nicht mehr richtig antreibt. Das wäre ja wichtig. Aber das Endergebnis, dass am Schluss zu wenig Energie in den Zellen vorkommt, das ist das Gleiche. Mhm. Das kann dann über eine virale Erkrankung oder wie auch immer, kann das, es führt immer zum selben Problemschluss. Richtig, am Schluss, aus irgendwelchen Gründen, oder Energiemangel, Sauerstoffmangel, sterben Hirnzellen ab und dann entsteht Demenz. Dann wären wir schon bei der Frage, kann man mit Vitalstoffen, mit Mikronährstoffen, kann man da eine Demenz vorbeugen? Also, weißt du, Vorbeugung ist das Wichtigste. Wir müssen frühzeitig beginnen vorzubeugen. Schon du, oder? Junger Mann, in deinem Alter musst du jetzt dafür sorgen, dass deine Gehirnzellen gesund bleiben. Eine Demenzentwicklung dauert mindestens 30 Jahre. Also man kann nicht mit 80 Demenz vorbeugen. Das ist zu spät. Das sind langwierige Prozesse. Also es ist ganz wichtig, wenn man in der Jugend so ein bisschen über die Schnur haut, das ist noch okay, aber mit 30, 40 solltest du anfangen, gesünder zu leben und dann kannst du vorbeugen. Braucht es einfach eine gute, gesunde Ernährung oder braucht es eben zusätzlich Mikronährstoffe dazu? Vielleicht auch spezifische Mikronährstoffe. Ja, wir gehen dann im nächsten Video gehen wir darauf ein, spezifische Mikronährstoffe, aber vorbeugen. Das Gehirn braucht spezifische Mikronährstoffe, das nicht stimmt. Nicht einfach nur die Ernährung. Schon sehr wichtig. Schau, wie die Leute sich ernähren im Westen bei uns. Oder? Wir haben zu viel Zucker, wir haben zu viele Kohlenhydrate und zu wenig Gemüse auf unserem Teller. Also dort fängt es an. Oder? Also die gesunde Ernährung ist die Voraussetzung. Aber auch heute mit einer ausgewogenen, gesunden Ernährung haben wir immer noch Defizite im Bereich Mikronährstoffe. Das will ja die Medizin nicht wahrhaben, aber das ist längst schwarz auf weiß und hieb- und stichfest belegt. Jetzt in dieser Phase der Vorbeugung, was sind denn eben doch Symptome, Anzeichen einer Demenz? Die Vergesslichkeit ist das Erste. Du wolltest was holen im Laden und auf der Straße hast du vergessen was. Oder du warst gestern auf Besuch, man hat etwas besprochen und du kannst dich nicht mehr erinnern. Solche Dinge. Also das kurzfristige Gedächtnis, das lässt als erstes nach. Du weißt noch gut, was vor 10 Jahren war. Aber was haben wir heute Morgen besprochen, das kann mich nicht erinnern. Das ist ein Alarmzeichen. Wenn ich, soll ich jetzt sagen, ich bekomme Besuch heute von, wie heißt das schon wieder? Und das Wort Onkel kommt dir nicht mehr in den Sinn. Das hat mit Demenz zu tun. Also wenn man wichtige Wörter nicht mehr aussprechen kann, die eigentlich präsent sein sollten. So als erstes Symptom. Das sind die ersten Zeichen, ja, okay. Die man selber auch spürt. Ja? Mhm. Eine Demenz für den Patienten ist schwierig zu verkraften, weil man spürt, wie viel man vergisst. Aber man gibt es nicht gerne zu. Und noch die letzte Frage, um mal dieses Einstiegsvideo mal abzurunden. Hast du auch eine Antwort aus der Mikronährstoffmedizin, aus der integrativen Medizin für die schweren Demenz? Also wenn es wirklich da ist, ich sage jetzt mal Phase 2 potenziell, ja. Phase 3, gibt es da noch Lösungen? Ja, aus deiner es ist vielfältig. Wir haben viele Möglichkeiten und die müssen zum Teil kombiniert werden. Und also von Mikronährstoffen über Infusionen, über IHT, wir schauen das noch genauer an, aber die Möglichkeiten sind groß. Ich kann auch klar sagen, es gibt keine wirksamen Medikamente. Angeboten werden sie schon, aber sie nützen praktisch nichts.
die Medizin steht bei Demenz. Also eine Lösung, eine wirksame Lösung ist nicht in Sicht. Und im Bereich Mikronährstoffe absolut. Ich habe wirklich mehrere Fälle schon gehabt, die sich verbessert haben. Okay, gut, dann tauchen wir ein in das Thema Behandlung. Das war's für den Moment von der Simple Show. Dankeschön.